hat der Muhmann nicht ins Bett gemacht. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Aktuell haben wir noch Platz 1, 2 Stück über. Also wenn ihr dazu stoßen möchtet zum VIP Platz 1, dann könnt ihr die noch gerne nachlösen. Heute gibt es eine Einzelvorstellung. Die hat auf den richtigen Moment gewartet. I know it. Hallo Shanti. Na, wie geht's? Kommt da erstmal rein, könnt da rausgucken. Ist ja schon wieder Wochenende. Die können wir auch genießen. So, wir fangen einfach schon mal an auf entspannt. Auch bei mir geht's. Es geht. Bei mir ist der Magen momentan ein wenig anders drauf. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt. Und ich habe jetzt herausgefunden, wo das herkam mit, dass ich mich selber jetzt wieder hören kann. Vernünftig. Ist ja schon wieder. Nichts drin. So, fangen wir an. Einfach mit der Klackerraupe, okay. Wir machen heute ein bisschen Spanni-Wanni machen wir heute. Hab mich heute sogar ein Hemd für dich angezogen. Ist das nicht cool? Och man, du Spielverderber. Kann man die anderen hören? Leise Klackerraupe, das macht gar keinen Sinn. Dein Text macht ja nicht mal Sinn. Eine Tasse habe ich auch hier. Die Pistole habe ich nicht. Was habt ihr denn beide heute gemacht? Wart ihr zusammen auf der Weide?
du hast gerade noch schlafen vergessen und dann hast du alles im Leben erreicht. Aber jetzt hast du ja Feierabend, Shanti, das bedeutet, du kannst die Äuglein schließen und entspannen. Oder Augen auf und schreiben. Das kannst du dir aussuchen. Geschlafen und gearbeitet und gegessen. Und ein paar Atemübungen gemacht, kalt geduscht. Wieder was gegessen. Ein bisschen Sport, ein bisschen Dehnung. Zähneputzen nicht vergessen. Kannst du mir, also Regie, kannst du mir den Text eigentlich schon mal geben für die Überarbeitung von einem Knopf? Da wollten wir doch was machen. Von Haltung trinken, nicht unbedingt, aber Haltung Switch. Strecken. Bisschen Rückenschmerzen, aber sonst ist alles okay. Gibt gleich ein bisschen Yoga und dann geht das wieder. Spätestens morgen früh ist das wieder weg. Iba. Iba, alles klar bei dir. Jetzt scheint ja die richtige Sonne, du. Jens, ich mach schon mal mein Handy aus. Ich weiß ja wofür. Ich verbreite mich schon mal vor, okay. So. Instrumente. Was wolltest du denn für eins haben? Kontrabass? Xylophon? Welche Farbe hättest du denn gerne rot? Was eigentlich orange ist, was eigentlich rot ist? Naja, ich habe noch lila, orange, was eigentlich türkis ist und gelb.
Lieben, fällt das eigentlich auf, wenn ich die Hintergrundgeräusche anmache? Pass mal auf. Das ist, ich mache jetzt mal aus. Filter. So, jetzt ist aus. Und jetzt habe ich gerade an. Ist das ein Unterschied für euch? Jetzt mache ich mal wieder aus. Der frisst nur halt zum Schluss die Töne. Das ist halt ein bisschen doof. Aber den habe ich auch, glaube ich, noch. Nee, den habe ich gar nicht drin, tatsächlich. Ich habe nur Rausch und Limiter. Dass, wenn ich schreie, dass das nicht so laut ist für euch. Oder wenn irgendwas Doofes passiert, damit ihr keinen Herzinfarkt kriegt. Jens, ich wusste es. Du brauchst nichts weiter schreiben, ich weiß ganz genau. Okay, ist jetzt drin, das Ding.
Eine Sache habe ich noch nicht verstanden, warum im Discord manchmal einfach nur ein Buchstabe steht. Das wundert mich immer. Wie geht's, Ashley? Hi. Sagen, es geht momentan bergauf. Körperlich und mental. Wird morgen und übermorgen aufgebaut. Okay. Mit zwei Herden oder wie viel? Wie viele Backöfen kriegt ihr denn? Drei oder zwei? Oder noch viel? Für die Großküche. Das ist schön. Das freut mich. Das freut mich zu hören. Da kannst du Plätzchen buhmann, Plätzchen backen oder so. Bist du eher herzhaft oder bist du eher süß? Was meinst du? Team herzhaft oder Team süß? Das ist schön. Ist gerade ein bisschen was Ablenkendes, ist gleich sofort weg. Moment. So. Wenn ich so gucke, sehe ich da keine. Aber wenn ich ganz genau hingucke, dann sehe ich sie. Beim nächsten Mal können wir die Cam ja einpacken. Reinpacken, meine ich. Das können wir ja mal machen. Dann gibt es wieder die Cam. Da könnt ihr dann selber mal gucken, was da abgeht, wenn ich da fütter und so. Da sind auch ganz, ganz kleine bei. Nur von hier sieht man die echt tatsächlich schlecht. Oder die sitzen auf der anderen Seite. Wieso das denn? Hör doch mal auf. Machen sie nämlich nicht hier so schlecht. Das geht ja gar nicht.
Wie geht's dir? Erst bin ich dran, dann antworte ich. Erst bist du dran, meine ich, dann sage ich auch. Bisschen mental, körperlich ein bisschen kaputt, aber auf dem Weg zur Besserung. Und heute ein bisschen Sport gemacht, duschen, Zähne putzen. Dehnübung während der Arbeit. Das hat ganz gut getan. Und mal weniger Koffein trinken. Abgesehen von diesen zwei Getränken, die ich getrunken habe, die totaler Overkill war, aber sonst. Wieso bist du denn erkältet, Mensch? Das gibt's ja gar nicht. Wie macht man das? Wie geht das? Ich möchte Orakelkarten haben. Hast du dir das auch richtig überlegt? Hast du schon eine passende Frage? Manchmal habe ich das Gefühl, ihr habt gar keine Fragen. Ihr wollt einfach nur, dass ich eine Karte ziehe. Oder mische. Das könnt ihr übrigens auch mit Handgeräuschen. Könnt ihr euch das einlösen? Wenn ihr Bock habt, dass ich mal 5 Minuten mische. Das könnten wir ja auch mal machen. Mir denn so viel Zeit? Der Kick, wenn zum Beispiel Punkte ausgibt, ist zum Beispiel eine Frage. Die zweite Frage ist, macht er das auch mehrmals? Gibt es da nicht ein Cap? Das sind keine Sterne. Dann ist es ja am Tag. Seid denn du wachst spät auf, dann sind die Sterne wieder da. Ich habe heute ein UNO-Spiel gesehen, das heißt, glaube ich, UNO Extreme. Nee, das war ein englisches Wort, also nicht extrem, sondern da gab es noch ein heftigeres Wort. Da gab es nur solche Sachen wie 10 Karten ziehen oder so. Nee, da gab es wirklich, du musst 10 Karten ziehen, solche Sachen gab es da. Ich weiß leider nicht, wie es hieß. Impossible oder so.
Tequin darf 35k ziehen. Ja, das gibt's aber noch einen heftiger. Ich glaube, das könnte No Mercy heißen, ja. Ich guck. Ja, Uno No Mercy heißt das. Da gibt's dann solche Karten wie 10 Karten ziehen oder so. 4 Karten ziehen und Richtungswechsel. Acht Karten ziehen, 6 Karten ziehen. Ja, so heißt das. Wir haben damals immer mit Dingens gespielt, wo 0 Karten weitergeben ist. Und mein Papa hat sich einfach einen Jux draus gemacht, so viele Karten wie möglich zu ziehen, um dann die 0 auf den Tisch zu legen. Oh, das tut mir leid, dann kriegst du jetzt die 40 Karten. Tut mir leid, das waren die einzige 0, die ich hatte. Kann man diese ganzen Kartensets eigentlich auch zusammenschmeißen? Also ich meine jetzt hier so Uno Extreme No Mercy Reverse. Geht das? Okay, Extreme wird das schwierig. Reverse mit Extreme und mit No Mercy. 10-mal die Taste drücken. Die Maschine braucht jeden Abend braucht die einen Batteriewechsel, weil die nicht mehr kann. So. Ich bereite mir schon mal kurz was vor. Und dann kommen wir jetzt aber zur Strategie. Einfach nachher 10 mal 2 hoch. Das müsste ja theoretisch ja schnell wieder zu belegen sein, weil es gibt doch bei. Ich weiß nicht, welcher Uno-Teil das ist, wo du alle von der gleichen Farbe, glaube ich, ablegen kannst. Gab's da nicht was? Dann geht das ja wieder ratzfatz. So, ich mische. Ja, warte, erstmal muss ich drehen. Warte, Shanti, warte, stopp, 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 stopp. Da müssen wir ja jetzt noch mal ein bisschen drehen. Im Uhrzeigersinn und andersrum. Also. Jetzt aber. Wenn ich nicht gucke, kann ich ja noch mischen, oder zählt das dann? Oder muss ich jetzt auf den Chat achten? So. 1,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das war ich mag schon die. Fett Glück, dass ich mir die Texte nicht merke. Dann ist das immer wie so. Oh mein Gott, ich glaube, wir hatten die zum ersten Mal. Wie die Trommel und die anderen Sachen. Deine Karte ist der Hexenmeister. Ja, nicht weiblich, Hexenmeister. Guck so, da. Hexenmeister steht für die destruktive Seite der menschlichen Psyche und für selbstsüchtiges Verhalten, das anderen schadet. Er symbolisiert all jenem unbewussten angesiedelten Vorstellungen und Ideen, die Isolation, Konflikt und Mangel fördern. Sobald sich der Hexenmeister zeigt, bist du aufgerufen, dir anzuschauen, wie sich deine Überzeugung in puncto Mangel und deine egoistischen Ängste in deiner Welt manifestieren. Untersuche den destruktiven Teil deiner Psyche, der zu Machtmissbrauch neigt, beziehungsweise Ressentiment empfindet. Was ist das denn? Lese ich das falsch? Ressentiments. Kennt das jemand das Wort? Ich schreibe das mal da rein. Aber ich sage Resendi. So schreibt man das. So, pass auf. Zu Ressentiments neigt, empfindet. Oder Emotionen wie Rachegelüste, Wollust, Habgier, Fanatismus, Hass. Vielleicht hast du aufgrund dieser deiner Fantasien, Tendenzen, jemanden zu verletzen. Selbst dann ist noch nicht alles verloren. Du hast nur vergessen, dass alle Lebewesen miteinander verbunden sind und im Universum der Überfluss herrscht. Der Hexenmeister fordert dich auf, dein Denken zu verändern. Er stellt dir also eine zweite Chance in Aussicht. Nimm eine Korrektur. Kurskorrektur vor und komm nicht auf die Idee, das Dunkle in dir jemand anderen zum Vorwurf zu machen. Schließ stattdessen Frieden damit und schlag einen neuen Weg ein. Ich weiß leider nicht, was das Wort heißt. Das kannst du ja vielleicht nochmal nachschlagen. Resentiments. Ist das irgendwie verkümmern oder so? Kommt das vielleicht von resignieren? Haben Sie auch Resentiments? Oh, das tut mir leid. Aber was heißt das denn? Das hast du auch bestimmt schon nachgeschaut. Oder einer von euch. Das war knapp. Resentiment ist ein Lehnwort aus Französisch und so viel wie heimlicher Groll. Okay. Shanti, du sollst aufhören, heimlich Gold zu machen. Und heimlich schmollen sollst du auch nicht.
Wer soll denn jetzt, wer macht denn jetzt schon Ressentiments? Möchtest dazu eine passende Frage stellen, sollte sie nicht mit Ja und Nein beantwortet werden können und auch nicht die Lottozahlen für morgen oder ob du übermorgen im Bingo gewinnst. Solche Sachen zählen da nicht. Aber um ein besseres Verständnis für eine Sache zu bekommen, wäre das nicht schlecht. Nicht, dass du noch Ressentiments kriegst. Im Endstadium. Das wird ja sogar passen mit Endstadium. Sarah, wie geht's dir? Soll ich anfangen? Bist du bereit? Kennst du das Spiel Bis sein, wie es geht? Oder soll ich das kurz erklären für dich? Also ich mische gleich die Karten und dann sag Stopp und dann musst du auf dein Bauchgefühl achten. Und dann geht's gleich zu dem nächsten Schritt. Das machen wir jetzt quasi live on fly. On the fly. Pass auf. Erstmal mache ich die Packung los, weil ich die immer wieder zumache. Und jetzt. Jetzt mache ich einmal Michi-Maschi. Also über Kopf und im und gegen den Uhrzeigersinn. Verteilt es gerade so ein bisschen auf den Tisch. So, und dann machen wir hier noch ein bisschen. Und jetzt möchte ich, dass du ganz toll an deine Karte denkst. Und während ich mische, spür mal auf dein Bauchgefühl und schreib Stopp, wenn ich aufhören soll zu mischen. Okay. So. Ich fange. Jetzt denkt ihr eine Zahl zwischen 1 und 50 und ob ich von oben oder von unten abheben soll. Also quasi von oben oder von unten zählen soll. Nee, Shanti, der macht so Handsounds. Das kann man sich auch mit Handsounds wünschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Guck mal, jetzt habe ich eine Karte für dich gezogen. Die zeige ich dir einmal. Das ist der Rat. Nicht zu verwechseln mit das Rat. Stellt er nicht auf. Da oben steht eine Nummer und die erzähle ich dir jetzt, okay? Und mal gucken, ob das mit dir vibet. Und wenn du dir die Karte nicht gewünscht hast, also für alle anderen, die jetzt quasi nur zuhören, dann fühle dich auf jeden Fall eingeladen, wenn die Karte, wenn du das Gefühl hast, dass die Karte mit dir spricht, dass du dann auch wirklich damit gemeint bist, okay? Also wenn dich angesprochen fühlst, dann sei recht herzlich eingeladen. So. Den Rat bilden die erleuchteten Wesen,
wirst du auch. Vor ihnen wirst du auf dein Leben zurückblicken, wenn du in die Welt des Geistes übertrittst. Bei diesem Lebensrückblick legen wir unsere guten und schlechten Taten auf eine göttliche Waage und versuchen zu erklären, warum wir nicht so geliebt bzw. verziehen haben, wie es uns möglich gewesen wäre. Wisse, du in einem Zustand der Akzeptanz, wenn du in einem Zustand der Akzeptanz lebst, in einer bedingungslosen Liebesbeziehung mit dem Leben, steht dir die Weisheit des Rates jederzeit zur Verfügung. Er erinnert dich an deinen Platz am heiligen Feuer, der seit Anbeginn der Zeit für dich reserviert ist. Sobald du dir deiner inneren Weisheit bewusst wirst, forderst du ihn ein. Der Rat hat eine Botschaft für dich. Lausche mit deinen inneren Sinnen. An der Wand steht es schon geschrieben, um dir die Bedeutung der Worte zu erschließen, brauchst du dich nur umzuschauen. Also warte nicht auf weitere Hinweise, sondern brich gleich zu deiner Reise auf, die dich lehren wird, intensiv zu lieben, von Herzen zu verzeihen und größten Mut aufzubringen. Los, spring, aber ohne vom Leben eine Erfolgsgarantie zu verlangen. Also, das heißt, auf in den Wald. Keine Ahnung, warum ich immer mit dem Wald anfange. Vielleicht konntest du damit was anfangen. Dass ich die Karten wieder weggepackt habe. Das macht ja so wunderbar Sinn. Ich habe auch noch möchtest du große oder kleine Karten haben? Ich habe ja noch die Original-Tarot-Karten. Welche möchtest du denn gerne hören? Zeig mal, was du da hast. Jetzt kommt's. Also die einen, die kennst du ja. Ich check mal kurz, ob ich hier das verstehe. Also Mr. Kickwin, passen Sie auf. Ich habe zur Auswahl die großen. Die kennen Sie ja schon. Und ich habe die kleinen. Ich habe gerade eine leichte Panikattacke wegen zwei Spinnenbewegungen.
Ja, guck, die großen kennst du. Die kleinen, die müssen wir jetzt zusammen gucken. Magst du eher so langsam und intensiv oder magst du eher etwas schneller? Bist du eher von der flotten Sorte? Stell dir mal vor, ich könnte mit Tricks. Lass mich das mal das erste Mal ausprobieren hier so richtig. Pass auf. Eigentlich schon jemand für abgestimmt. Gibt schon so ein paar Sachen zu liegen. Du weißt schon, dass ich gerade zwei Kartensatz in der Hand habe, oder? Das ist bestimmt eine kleine Spinne. Die hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Und die ist immer in einer Ecke, die geht nicht wandern. Das sind sesshafte Tiere. Wenn da, wo das Netz ist, da bleibt die auch sitzen. Wäre ja doof, warum sollte die wandern? Macht ja gar keinen Sinn.
außer du ärgerst. Kennst du eigentlich den Film Herr der Ringe? War das der zweite Teil mit der großen Spinne? Ich weiß es gerade nicht. Sowas gibt es nicht. Kekwin, ich habe eine ganz tolle Idee für dich. Da wirst du dich richtig drüber freuen. Du wirst mich richtig mögen für die Idee. Was ist, wenn wir den Timer über Stream Elements laufen und ich muss das gar nicht mehr drücken? So für die Zukunft schon mal üben und so. Also es gibt noch die Möglichkeit per Sprachaktivierung. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, 5 Minuten Timer, dann würde auch der 5 Minuten Timer auf einmal kommen. Weil wie häufig sage ich 5 Minuten Timer, außer jetzt gerade. Doch. Sitzt. Deine Handsounds hast du übrigens noch aktiv. Mach keinen Stress. Boah, wie heißt denn das nochmal? YouTube. Dass es einfach manchmal Werbung gibt, wo du sagst, ja okay, hörst du dir noch kurz an und dann ist gut. Und als du dann drauf guckst, siehst du, die Werbung geht einfach länger als der ganze Film, den du da anguckst. Die geht einfach dann eine Dreiviertelstunde für Werbung. Habe ich noch Wasser? Ja. Hat Glück. Muss ich auch richtig rummachen. Das kriegen wir hin. Wir sind ein bisschen inspiriert, aber ich kann ja nicht mit 300 Wasserflaschen hier rumsitzen.
fast wäre mein 3 Milliliter Wasser ausgelaufen. Ich mach das extra voll für dich, okay. Dann haben wir ganz viel zum Rumpusten. Dann hör es einfach an, bis es nicht mehr aufhört. Also bis es aufhört, meine ich. Oh, jetzt wollen die nämlich wissen, welches Lied. Wollen wir den vielleicht mit einem neuen ersetzen? Wenn er dir schon auf die Nerven geht, dann können wir dir ja auch einen vernünftigen geben. Wie wäre es zum Beispiel mit der Cantina Band? Oder Captain Baloo, bum, 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 und seine Crew. Oh je, Larina, oh je. Das war doch eine gute Idee, da so viel Wasser reinzumachen. Die Hälfte ist schon weg.
Als ob es das gibt. Tasty, jetzt nicht einfach in Lurk verziehen. Kommst du wieder zurück? Nee, Quatsch, mach ruhig. Guck mal, ich habe einmal das. Und ich habe irgendwie so ein Programm, womit ich dann sagen kann, passende Sachen finden. Und der haut mir sowas um die Ohren, warte. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren für uns. Ja. Sekunde. Nein, jetzt ist es wieder weg. Oder? Unten rechts. Zwei und den dritten und dann bin ich wieder ganz bei euch. Vorbereitung für euch. Schatti, pack die Maus weg. Wir machen jetzt hier intime Sachen. Da gibt's keine Maus. Einzige Maus bin ich. So, jetzt ist, pack ich das weg, aus, weg, aus, so.
Weißt du, was viel, viel cooler ist zu lernen? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ich glaube, Norwegisch. Weißt du, was der Vorteil ist? Das ist so ein halbes Deutsch schon. Das Norwegisch. Ich meine schon. Aber muss noch Spanisch. Hast du denn Wörter, die wir lernen müssen? Ist das Vokabelheft? Gibt's das überhaupt noch Vokabelhefte? Englische Wörter üben. Da musst du mir nur eine Liste geben und ich frag dich ab. Das ist erlaubt, Spanisch ist nicht erlaubt. Das ist nicht gut. Also ist quasi auswendig lernen, abfragen, vergessen. Kann man da nicht dann was anderes wählen? Schön altes Latein lernen. Da lernt man so die Sprache komplett auseinanderzunehmen. Deutsch, Englisch. Okay, schon die Frage Nummer 1. Was ist das hier für ein Gegenstand? In Englisch. Please. Nee, in Englisch. Englisch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das Wort auf dem Schirm hast, welches ich gerade im Kopf habe. Was C? Nee, ist Mac. Ist Mac? Mac, sag ich doch. Ja, war ja auch nur ein Witz. Da gibt es ja mehrere Sachen für. Hallo Yvonne. Na, flotti Karotti, alles klar. Was ist denn? Was habe ich denn noch? Pass auf. Was ist denn das hier? Ja, wir arbeiten uns ja gerade dran. Wir sind gerade bei Mac und jetzt kommt Pencil dran. Oh, jetzt habe ich die Antwort gesagt. Was ist denn das hier? Englisch oder Spanisch, wenn das kannst.
über welches Thema musst du denn schreiben? Ist Grammatik wichtig? Dann kann ich dir auch sonst was erzählen. Du musst das nur grammatikalisch überarbeiten. Mit he, she, it, das, es muss mit und sowas. Was were been oder was wie? He, she, it, das Es muss mit. Kannst du nicht einfach ChatGPT fragen und du bearbeitest das quasi noch ein bisschen? Kannst dir ja so eine Gedankenstütze holen, wie man es schreiben könnte. Inspiration nennt man das genau. Ja, klar. Weißt du, was das Lustige ist? Die Lehrer gucken dann mit ChatGPT nach Fehlern. Die Schüler schreiben damit und die Lehrer überprüfen das. Und dann gibt es wiederum ein Programm, was guckt, ob es mit einem Programm geschrieben wurde und mit einem anderen Programm überarbeitet wurde. Das gibt's auch noch. Das ist quasi GPT-ception. Ja, ist ja auch so. Bei manchen Sachen würde ich auch sagen, mach das doch. Also, bevor du den Lehrer anrufst und fragst, wie es funktioniert, was da was nicht verstanden, kann man das ja noch mal nachgucken und vielleicht kann der dir das ja so ein bisschen erklären. Ich stelle mir einfach immer selber die Frage, wirst du das in Zukunft brauchen, ein Bild zu beschreiben? Also willst du was in Richtung Marketing machen? Kunst? Das finde ich immer so schwierig bei Schule. Die bringen dir zwar viel bei, aber 90% der Sachen wirst du nie im Leben brauchen und können nach der Schule gelöscht werden. Ist halt ein bisschen schade. Ja, dann sagst du halt, ja, haust du solche Wörter rein wie colorful, the texture is very nice, very bright with deep shadows. Und wie war das Bild? Okay, pass auf, ich gebe dir jetzt eine 40-seitige Auflistung, wie ich dieses wie dieses Bild aussieht. Ich
weiß ja auch, was du meinst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, du bist Bauarbeiter und du kennst dich aus mit Mauernziehen, was interessiert dich dann da Newton? Oder Chemie? Ja, okay, vielleicht ein bisschen Chemie, aber. Oder sollte man das immer nur berufsspezifisch machen? Eigentlich nicht, ne? Wenn du Geschichte lernen willst, dann solltest du schon ein bisschen Ahnung von Zahlen haben. So ein bisschen was von allem. Und dann gucken, was dir gefällt. Das meine ich doch. Deswegen benutzen wir das ja auch nicht, um ASMR-Videos zu machen. Um Ideen zu finden für neue Trigger, die es noch nicht gibt. Ideen waren nicht schlecht. Und von da aus kann man sich ja weiter inspiriert durch die Welt laufen. Man muss ja nicht. Du weißt schon, es tut. Was machen wir denn jetzt? Sag Beach. Sitzt hier eigentlich alle rechts in der Ecke und Sarah sitzt als einzige Person in der Mitte. Stand da vorher was anderes.
wiederum. Die Nacht ist da. Das Einzige, was du heute noch machen musst, ist entspannt in deinem Bett zu liegen, dich auszuruhen. Und wenn es eine Sache gibt, die du vielleicht heute nicht so gut bewältigt hast, dann stell dir vor, was wäre die Möglichkeit gewesen, dass es besser ist, dass es besser wird. Um es beim nächsten Mal besser zu machen. Und wo ich dich dafür einlade, ist dir drei Dinge auszusuchen, die du heute erfolgreich gemeistert hast. Und lenk deine Aufmerksamkeit in Richtung das, was du schaffst. Und das können kleine Sachen sein, wie duschen, Zähne putzen, Socken anziehen. Du solltest jetzt natürlich nicht die drei nehmen. Das wäre ja ein bisschen schummeln. Aber du weißt, in welche Richtung es gehen kann. Es müssen nicht immer die großen Sachen im Leben sein. Meistens sind es immer die ganz kleinen Dinge im Leben, die das große Ganze ausmachen. Wie kleine Puzzleteile in einem riesig großen Bild. Fügt sich ein dem anderen zu. Was hast du heute gut gemacht? Okay. Und was noch? Lass mich raten, während du die drei Dinge aufzählst, fallen dir auf einmal noch ganz viele neue Sachen ein. Ich glaube, was heute viel fehlt, ist das Thema Dankbarkeit. Möchte, ein Bild von sich zu erschaffen, wo es hingehen soll. Gibt es vielleicht eine Sache bei dir, die du gerne machen möchtest? Das kann alles Mögliche sein, von Kunst zu Sport, Yoga, gesünder Essen. Lade ich dich jetzt mal ein zu einem kleinen Gedankenspiel, kurz vor dem Schlafengehen. Das ist am meisten effektiv. Und zwar lade ich dich ein, dir das, was du vorhast, so bildlich wie möglich vorzustellen. Bring alle deine Sinne ein. Riechen, schmecken, fühlen, hören, sehen. Und was ich in der letzten Zeit alles gelernt habe, ist, dass es die Möglichkeit
Möglichkeit gibt, diesen Traum, den du gerade vor deinen Augen hast, das Bild stärker zu machen. Das kann sein, indem du es in Schwarz-Weiß machst, es wie ein Bild aussehen lässt, dunkler oder heller zu gestalten, mit Musik zu untermalen und geh ganz in diese Vision auf, so detailliert wie möglich. Spüre, wie dein Körper darauf reagiert. Und stell dir vor, wie du diese Dinge Schritt für Schritt machst. Mit in deinen Traum, mit in die Traumwelt, denn da werden diese Dinge auch Wirklichkeit. Also lade ich dich heute ein, von allem Schönen zu träumen, was du dir wünschst. Sei es beruflich, persönlich, Beziehung. Wo möchtest du wohnen? Mit wem möchtest du dich umgeben? Welchen Menschen? Was wirst du tun, denken und handeln, fühlen und damit auch sein? Lass mich dir helfen, heute schön in den Schlaf zu kommen, okay? Nimm meine Stimme wahr. Du musst auch gar nicht verstehen, genau was ich sage. Denn es gibt einen Teil in dir, der mich richtig versteht. Auf jedes einzelne Wort reagiert, was ich dir sage. Und werde immer schwerer und schwerer. Lass den Körper einfach niederlegen. Den brauchst du jetzt gerade nicht. Gönn ihm seine Ruhe. Lass für einen Moment das Ich und das Ego los und komm in einen Zustand von purem Bewusstsein und Wahrnehmung. Es gibt einen Teil in dir, der mich außerhalb von Gedanken versteht und hört. Und ich möchte diesem Teil sagen, du bist wunderbar. Und
Ja, manchmal macht der Körper nicht das, was er soll und was du gerne möchtest. Manchmal ist auch das Ego im Weg. Manchmal sind Gedanken da, Gefühle, die du nicht möchtest. Aber ich lade dich ein, heute den Körper heilen zu lassen. Konzentriere dich auf deine Atmung. Vielleicht im Nasenbereich oder die Brust oder Bauch. Atme ruhig und still. Während du wahrnimmst, wie die Luft in dich hineinströmt, wie die Luft in deinen Körper strömt. So ganz von alleine, ohne dein Dazutun, hält sich der Körper von alleine am Leben und atmet für dich. Nehme wahr, wie die Luft in dich einströmt. Nehme wahr, wie Luft in deine Lunge hineinströmt. Und von hier aus langsam in dein System Sauerstoff und noch so viele wichtigen Sachen Teil von dir werden. Körperchen passen auf, dass nichts Fremdes kommt. Der andere Teil passt auf, dass alles immer gleich und richtig versorgt wird. Jetzt wandere langsam zu deinem Herzen mit deiner Wahrnehmung, wie es in deiner Brust schlägt. Von hier aus der ganze Körper mit dem gerade noch eingeatmeten Sauerstoff versorgt. In die Arme, in den Kopf, in den Bauch. Ganz ohne dein Dazutun kümmert sich dieser Mensch, dieser Körper gerade ganz um sich selbst. Lass ihn einfach sein. Gib ihm diese Ruhe und stell dir innerlich vor, wie du diese tollen Dinge, die du vorhast, weitermachst. Wie du dich dann dabei fühlst. Helf deinem Körper zu verstehen, wo du hin möchtest. Dein Körper ist wie
wie ein Boot. Und du bist der Captain, der Kapitän dieses Schiffs. Und ohne positive Richtungen, Richtung Zukunft, weiß das Boot nicht, wo es hinfahren soll und dreht sich im Kreis der Vergangenheit. Immer wieder das gleiche Tun, das gleiche Denken, das gleiche Essen, das gleiche Handeln, weil der Kapitän nicht mehr in die Zukunft schaut, wo er hin möchte, wo es hingehen soll. Schenkt deinem Körper die Möglichkeit, zu zeigen, was er kann. Du wunderbarer Mensch. Lass mich dir helfen, heute ganz entspannt in Richtung Schlaf zu wandern. Es geht nicht immer darum, irgendwo hin zu müssen. Wir dürfen auch den Moment genießen. So sein dürfen, wie wir sind. Um halb einmal Schluss. Morgen können wir ein bisschen länger machen, aber mein Rücken macht gerade nicht so mit, wie er möchte. Säule. Und heute war ein bisschen anstrengender Tag. Aber ich bin froh, dass es dich gibt. Und ich bin noch ein kleines bisschen da. Also keine Panik. Alles gut. Schön entspannen. Wie viele Dinge mussten passieren im Leben, dem Ding, was wir Universum nennen, damit du mich jetzt gerade hören kannst. Ist das nicht krass? Wie viele Generationen sich kennenlernen mussten, Ängste überwinden mussten, sich getraut haben, und jetzt liegst du da und sitzt
Kevin, haben wir gleich jemanden, den wir besuchen können? Jetzt hier reingeschaltet hat, der gelurkt hat, der auch noch mal kurz vorbeigeschaut hat, möchte ich Danke sagen, dass du da warst. Raus für heute. Schön, dass du da warst. Ich bin raus. Dein Mo. Ciao.